Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und somit zu Video Nummer 23 oder Türchen Nummer 23. Ja, es ist soweit das fast letzte Video und heute geht es um das Bushido Event. Es hat heute gestartet. Wir werden so ein bisschen die Routine wie immer machen, dass wir mal ein paar Sachen holen. Ich habe jetzt ziemlich viele Türchen auch ausgelassen bei den Techniken Geschenken, sollten wir natürlich gucken. Aber ich bin halt auch nicht jeden Tag auf dem Char. Und daher passiert mir das manchmal auch. Dann auf jeden Fall mal die Biologen-Quest. Ich weiß gar nicht. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch was. Die können wir auch gleich abgeben. Und diesmal hat sie gegönnt. Wunderbar. Dann können wir das gleich reinpacken. Genau. Und zwar das Bushido-Event hat gestartet heute. Und da kann man natürlich entweder den Metinstein farmen oder den Bushido. Man müsste halt jetzt immer gucken im Chat, wann quasi gesagt wird, wo der Bushido spawnt, und dann kann man dementsprechend da suchen. Den Bushido gibt es eigentlich dann sozusagen immer an der gleichen Stelle im anderen Channel. Also relativ simpel. Ich mache jetzt immer bei Trikaros noch dann die Quest quasi, wenn man was hat, zum Beispiel verstärke einen Gegenstand. Das ist halt einfach immer die tägliche Quest. Da kann man sich dann halt einen relativ simplen Chor einfach mal holen und das gönnt natürlich dann schon. Zack, fertig. Und ein Chor. Und haben wir einen rohen Drachenjade. Perfekt. Da können wir dann auch noch gleich hochappen probieren. Und so kann man das halt schon täglich machen. Wenn man jetzt natürlich für seine Eiche noch ein bisschen was braucht, dann ist logisch, dass man dann nicht alles natürlich davon verwenden kann. Jetzt probieren wir den gerade auch. Ob wir den hochgrab kriegen, leider nicht. Kann man noch ein paar andere suchen. Ja, aber ich habe natürlich letztes Mal auch die Quest fertig gemacht und da kann man dann dementsprechend auch mal gucken, ob man noch irgendwo die Möglichkeit hat. In dem Fall nicht. Und dann nehmen wir gleich wieder die Quest an. Genau. Dann suchen wir jetzt mal Bushidos. Ich hoffe, dass ihr irgendwo welche findet. Ich muss natürlich warten, bis ich den Hinweis kriege, wo die jetzt spawnen, und dann schauen wir uns die mal an. So, ich habe jetzt mitbekommen, dass es im Dämonenturm, also im Havang-Tempel wohl sein soll. Ich habe nämlich noch einen Char gehabt, den habe ich ein bisschen rumstehen lassen, und da kann man das natürlich dann in Server-Nachrichten anschauen. Und lustigerweise hat er halt einfach mal recht. Also so sieht der Bushido letztendlich aus. Da kann man ihn quasi farmen. Und im besten Fall droppt man natürlich ein Bushido-Ei. Das gleiche gibt es natürlich in Metinstein-Versionen. Da kann man im besten Fall Leckerli Plus droppen. Und man kriegt halt einen Bonus hier oben. Das werden wir sehen, wenn wir einen erhalten oder beziehungsweise ertappen können. Weil es ist natürlich auch schon relativ gut gefarmt, das Event. Und da kriegt man halt manchmal auch keine. So, hier hätten wir es doch schon. Da ist jetzt halt ein Farmcore tot gegangen. Mich interessiert das Bushido eigentlich jetzt nicht wirklich. Ich will es euch halt einfach zeigen, was es so gibt und was ich so... Gut, mein Equip kennt ihr ja. Also ich nutze jetzt quasi das. Man muss natürlich gucken, dass man jetzt auch noch pottet. Und wenn man halt nicht wie mehrere aufeinander schafft, dann macht man halt einzelne. Aber ist natürlich blöd, wenn ihr nicht pottet. Da muss ich jetzt kurz warten. So, dann legen wir mal los. Grundsätzlich, klar, da gibt es halt eine Attacke, die macht halt brutalsten Damage. Wenn ihr nicht schnell genug seid, ja, das meine ich eben, dann regeneriert er eben wieder hoch. Natürlich kann man jetzt gucken, wenn man jetzt irgendwie einen FKS-Death irgendwo herkriegt, ist natürlich gönnerisch. Und man muss halt auch sagen, die Dinger sind 105. Ihr wisst vielleicht noch, die Leute, die schon lange Trikaros gucken, wie wir uns abgemüht haben damals in der Wüste. Das war auch so ein Thema. Da sind wir ungefähr gleich da gehangen wie jetzt. Ich weiß auch nicht, es könnte auch sein, dass die Level auch noch unterschiedlich sind, also unterschiedlich hoch, und dementsprechend ist es natürlich dann heftig, das zu farmen. Aber manchmal gibt er mir halt auch einen One-Hit. Da kann natürlich auch Ohnmacht helfen dagegen, dass man da in die Richtung was macht, aber grundsätzlich sollte es halt schon klappen. Ja, jetzt die High Levels, die farmen hier halt auch mit. Das ist halt auch ein bisschen dumm, aber ja, kann man nicht ändern. Man hat sonst halt keine andere Möglichkeit, man muss es halt probieren, und dementsprechend dauert es halt auch, und wenn ihr halt Pech habt, dann mischt sich halt einer ein und das ist halt natürlich dann schade, aber kann man halt manchmal nicht ändern.
Jetzt hoffen wir halt, dass wir den wenigstens irgendwie hinkriegen. Ja gut, ich habe jetzt halt nicht mal grüner Trank und sowas drin. Und die Ohnmachten wohl auch. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Vielleicht ein bisschen ausweichen noch. Das kann auch manchmal noch helfen. Dass man wenigstens ein bisschen in den Vollpott ist. Weil regenerieren tun sie halt nicht wirklich, muss man sagen. Außer wenn sie halt dann wirklich wieder an der Grenze sind. Und das ist eigentlich alles. Also, das ist das Bushido-Event und kann halt schon gönnen, wenn man es relativ schnell schafft und gutes Equipment hat. So, jetzt noch ein bisschen was zu dem Pet. Also, klar, wenn man jetzt so ein Ei bekommt, dann ist das ganz nice. Kosten, glaube ich, so um die 50k. Ich glaube, wenn das Event jetzt nicht so oder am Ende ist, dann circa ein Won. Die Bushidos, was bringen die letztendlich? Das ist jetzt eher so ein Pet, da braucht, das braucht man für Young Drop zum Beispiel, ist ganz nice. Da ist im Endeffekt Berserker drauf zum Beispiel, das ist auch ganz nice. Und dementsprechend Young Drop, ich habe so ein Pet als Young Drop Pet auf meinem Main. Natürlich kann es auch sein, dass man kein Pet-Typ 6 oder sowas kriegt. Ich glaube, es ist sogar möglich, dass man quasi nur ein Skill oder sowas hat. Von daher ist es schon, dauert es manchmal ein bisschen, bis man einen guten kriegt. Und was aber bei dem meistens gönnt, ist so die Sache mit den Tagen. Also die haben relativ viele Tage, wenn man das so sieht. Hat der jetzt sozusagen auch an die 16, 17 Tage. Und den habe ich auch damals bekommen und ich hatte, glaube ich, ein oder zwei Eier nun gebraucht, dann hatte ich schon einen perfekten. Ist natürlich für so ein Anfänger-Pad, wenn man jetzt nicht gleich einen Rasel oder so kaufen möchte oder Melee, gönnen die Bushidos dann halt schon. Und die sehen natürlich dann auch noch cool aus, wenn die dann irgendwann mal auf 81 sind, dann sind die fast so groß wie im Endeffekt der Char von einem selbst. Und das ist schon krass. Ja, das wäre es zu einem kleinen, feinen Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Macht das Bushido-Event, lohnt sich auf jeden Fall für euch, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns beim Abschlussvideo morgen. Und dementsprechend kommt natürlich auch noch nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr noch ein Video. Und zwar die große Zusammenfassung, das will ich nochmal ankündigen. Große Zusammenfassung, was war gut dieses Jahr, was war schlecht und so weiter. Die Dinge, die in Mädchen 2 so aufgetreten sind, Flops und so weiter, die guten Sachen, die schlechten Sachen. Was einfach so ging in Metin 2. Also bleibt dran und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.